Hallo und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft in Cuxhaven an der Nordsee. Ja, ihr seht es schon, heute ein vollkommen anders geartetes Video. Und zwar bin ich ja im Rahmen meines Q&A-Videos von Detlef Römisch gefragt worden, alles zu Nitrat- und Nitritvermeidung und Reduzierung zu erklären. Und da habe ich ja eine Kurzantwort gegeben und gesagt, da kommt noch mal ein anderes Video und das ist es jetzt. Also wir müssen uns, wenn wir uns mit dem Nitratreduktion und Nitrit und so weiter beschäftigen, natürlich mit dem Stickstoffkreislauf beschäftigen in unserem Becken und darum soll es heute einmal gehen. Meine Kurzantwort da war ja die mäßige Fütterung. Und die hohe Pflanzendichte. Und der niedrige Tierbesatz. Und der Wasserwechsel natürlich. Der regelmäßige Wasserwechsel, das Wort regelmäßig ist in dem Fall sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Ja, und zwar also mäßige Fütterung, niedriger Tierbesatz hängt eigentlich hier beides miteinander zusammen. Und zwar haben wir ja verschiedene Faktoren im Becken, die Biomasse produzieren, die wieder abgebaut werden muss. Das sollen unsere Pflanzen im Becken sein. Dann haben wir Tiere im Becken. Ihr wisst ja, ich bin in der Nanoaquaristik unterwegs, also bleibe ich hier bei den Zeichnungen. Jetzt auch mal bei den kleinen süßen Garnelen. So, unsere Tiere. Und dann haben wir noch einen Faktor, der sogar manchmal vergessen wird. Und zwar ist das die Biomasse, die wir da noch selber einbringen in Form von Laub, aufgrund der Huminstoffe, die wir im Becken haben wollen. Und wir haben natürlich auch unser Hardscape, unsere Wurzeln. Und selbst das Hartholz, selbst das Tropenholz zerfällt ja mit der Zeit im Becken. Und ja, das produziert dann natürlich auch wieder Biomasse, die abgebaut werden muss. Trotzdem bin ich ein großer Verfechter davon, Laub ins Becken einzubringen. Einmal für unsere Garnelen und einmal aufgrund der Huminstoffe. Die können nämlich Schwermetalle binden, wie Kupfer und so weiter. Also total klasse Huminstoffe und ist natürlich unser, ja, unser Desinfektionsmittel des Beckens. Also das ist einfach super. Wir brauchen die Huminstoffe, also nichts sparen daran, sondern halt aufpassen. Das ist das Wichtige. Aber heute geht es um den Stickstoffkreislauf. Also es geht um unsere guten Bakterien, die im Bodengrund im besten Fall und im Filter leben. Unsere kleinen Freunde, die uns helfen, diese ganze Biomasse zu zersetzen und abzubauen in verschiedenen Prozessen. Das ist nicht nur eine Art von Bakterium, sondern das sind viele verschiedene, eine ganze Gruppe. Und die heißen insgesamt die Ammoniumoxidanten. Die Ammoniumoxidanten verstoffwechseln unsere Biomasse. Und zwar zu Ammonium. Und Ammonium ist an sich überhaupt nicht giftig, aber es kommt ein ganz besonderer Faktor hinzu, der total wichtig in der Aquaristik ist und der uns schon aus den Ohren heraushängt. Und das ist natürlich der pH-Wert. Super wichtig. pH-Wert von 7 ist neutral und alles, was darüber liegt, ist basisch. Und alles, was darunter liegt, ist sauer. Und unser pH-Wert im Becken. Ja, den müssen wir immer wieder nachmessen, müssen wir genau im Blick haben. Das ist ein Indikator für ganz, ganz vieles. Denn kommt jetzt der pH-Wert zum Ammonium hinzu, das ist wichtig, ist eher 7 oder darüber. Denn ein pH-Wert von 7 und höher. Ups, pH. produziert oder macht, dass diese Ammoniumoxidanten zu einem bestimmten Anteil nicht nur Ammonium, sondern auch hinzu das Ammoniak produzieren.
also im Verhältnis zum Ammonium. Das ist nicht gleich viel, sondern beim pH-Wert von 7 ist es ein kleiner Prozentsatz und dann wird es immer mehr halt. Und das Problem ist, dass bei dem Ammoniak, es ist ein Nervengift für uns alle. Also, das sind die Produkte der Ammoniumoxidanten. Nun haben wir halt dieses Ammoniak im Becken und das muss unbedingt abgebaut werden. Und jetzt beginnt der Prozess der Nitrifikation. Und zwar haben wir dann noch eine andere Gruppe von den guten, netten Bakterien wieder im Bodengrund und im Filter und auf unseren natürlichen Materialien. Ganz wichtig. Das sind übrigens alles aerobe Bakterien. Also aerobe Bakterien, aerob bedeutet, sie benötigen Sauerstoff, um wirken zu können. Und ja, die Bakterien der Nitrifikation, und die fangen alle mit Nitro an. Also Nitrobacterus, Nitrospina und so weiter. Spira, Entschuldigung. Ja, diese Gruppe Bakterien produziert dann oder verstoffwechselt das Ammonium und das Ammoniak, den Ammoniak zu Nitrit. Also zu NO3. N, das ist ja unser Stickstoff. O ist der Sauerstoff, also aerobe Bakterien, denn sie brauchen Sauerstoff dafür. Und 3 ist die Indexzahl, das sind also drei Atome in dem Molekül. Ja, das ist unser Nitrit. Und jetzt haben wir weiterhin ein Problem, denn Nitrit ist nicht so giftig wie Ammoniak, aber Nitrit ist problematisch für alle, die Hämoglobin für den Sauerstofftransport benötigen in ihrem Blut. Und zwar halt für uns und für die Fische, denn das Nitrit setzt sich genau an den Rezeptoren im roten Blutkörperchen, wo sich der Sauerstoff sonst ransetzen würde. Und das Hämoglobin kann den Sauerstoff nicht mehr binden und wir ersticken innerlich. Deswegen wird immer so stark gewarnt, wenn das Wasser zum Beispiel verunreinigt wurde, durch die Kläranlagen nicht richtig gefiltert werden konnte. Dann wird stark gewarnt, dass man kleinen Kindern auf keinen Fall das Wasser geben darf. Denn die haben natürlich ein viel größeres Problem dann als ein großer Erwachsener. Die ersticken innerlich relativ schnell. Und so geht es dann auch den Fischen. Die haben eine ganz starke Kiemenatmung, die sind lethargisch und so weiter. Also bei einem zu hohen Nitritwert, bei ja, 0,5 wäre das, dann würde man das schon erkennen. 0,3 wird aber so als Richtwert angegeben, 0,3 Milliliter pro, also 0,3 Milliliter pro Liter. Das ist so der Richtwert. Ab da müsste man aufpassen, wenn man Nitrit misst. Da kann es gefährlich werden. Und bei 0,5 sind dann die Vergiftungserscheinungen schon ganz, ganz klar zu erkennen bei unseren Tieren. Ammoniak wird weniger gemessen. Das ist dann ja auch so die Frage, Nitrit, okay. Aber wieso wird denn die Vorstufe Ammoniak gar nicht so oft gemessen? Ammoniak ist halt das Problem, das eher am Bodengrund ist. Das ist dort dann gleich weiter verstoffwechselt wird von den Bakterien. Und Nitrit ist frei beweglich im Wasser, ist also sehr gut messbar. Ja, und deswegen Nitrit als Indikator dann da. Und hier kommen dann noch mehr Bakterien ins Spiel, denn das Nitrit wollen wir ja loswerden. Unsere guten Bakterien, die gehören zur selben Gruppe. Die sind auch aerob und ja, das ist dann. Habe ich Nitrobacterus schon geschrieben, Nitrococcus zum Beispiel. Also alles, was mit Nitro anfängt, da wissen wir, dass es Bakterien der Nitrifikation sind. Und die verstoffwechseln das Nitrit zum Nitrat, zum NO3. Tada. Und NO3 ist ungiftig für alle, die Hämoglobin haben. Und dann können wir ja sagen, ah, also super, denn beim Nitrit brauchen wir ja gar nicht aufpassen, wenn wir ein Garnelenbecken haben, denn die haben ja gar kein Hämoglobin. Und da ist leider das Problem, die haben auch ein riesiges Problem bei dem Nitrit und die haben dasselbe Problem nicht ganz so stark auch bei dem Nitrat, denn das Nitrit
macht eine Jodhemmung. Also sie können das Jod nicht mehr richtig aufnehmen. Und das bedeutet, dass sie bestimmte Hormone, wie zum Beispiel das Großtestosteron, einfach nicht mehr bilden können oder nicht mehr richtig bilden können. Und dann haben sie Häutungsprobleme. Das ist mir meistens so, dass sie sich zu früh häuten, dass die Garnele noch gar nicht reif war für die Häutung und dass sie dann verstirbt. Das passiert beim Nitrit extrem, das passiert aber auch beim Nitrat. Und zwar gibt es da dann auch bestimmte Richtwerte. Also wie gesagt, beim Fischen ist das egal, bei Zuchtbecken zum Beispiel oder bei diesen klassischen Gesellschaftsbecken, die relativ hoch besetzt sind. Da ist der Nitratwert manchmal richtig hoch. Aber beim Garnelenbecken müssen wir da aufpassen und da gibt es Richtwerte. Das ist bei den Neocaridina, liegt der ungefähr bei 25 Milligramm pro Liter und bei den Caridina bei 15 Milligramm pro Liter. Die Caridina kommen halt ursprünglich aus noch saubererem Wasser, noch reinerem Wasser als die Neocaridina und sind deswegen da so ein bisschen empfindlicher. Aber zum Glück haben wir ja unsere Nitratverbraucher, unsere Pflanzen, die das als Dünger brauchen. Die fressen den Nitrat weg und das ist halt das richtig Gute daran, denn die produzieren dann ja auch wiederum den Sauerstoff. Und der Sauerstoff, haben wir ja gerade gehört, ist wichtig für unsere Bakterien. Ja, das ist der Stickstoffkreislauf. Und deswegen, jetzt kann man sich das total gut Zusammenhänge erkennen, deswegen der hohe Pflanzenbesatz, deswegen der niedrige Tierbesatz, die mäßige Fütterung ist super wichtig, dass keine Fäulnisherde entstehen und natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, wie viel Biomasse bringe ich eigentlich ein und gerade wenn man Blätter einbringt, was eine tolle Sache ist, gerade bei Garnelenbecken, die auch nach einer Zeit einfach wieder rausnehmen, gerade frische Blätter, grüne Blätter, auch grün getrocknete Blätter. Es gibt einen Unterschied halt zwischen den braunen Blättern und den grünen Blättern, auch in getrockneter Form. Da mache ich aber auch nochmal ein eigenes Video zu Huminstoffen und dann den ganzen Blättern und Laub und so weiter, was man da eingeben kann. Natürlich auch Ehrenzapfen und so weiter gehören damit in diese Gruppe hinein. Ja, so, das ist unser Stickstoffkreislauf und das ist der Grund, warum ich das hier so wichtig finde. Halt auch den Wasserwechsel. Ne? Ich habe ja gelernt, Nitrit und Nitrat bewegt sich frei im Wasser. Wenn ich einen Wasserwechsel regelmäßig mache von 25 bis 30% so ungefähr, dann habe ich schon einiges an Nitrat ausgespült dann wieder. Das ist natürlich total gut und deswegen finde ich auch einen Wasserwechsel regelmäßig, so einmal die Woche, viel, viel wichtiger als ein Wasserwechsel alle 6 Wochen oder so und dann 50% oder 70% oder so, was manche dann halt machen. Bei großen Becken kann das gut funktionieren, aber bei den kleinen Becken, da ist das ganze doch, das System doch halt ein bisschen instabiler, gerade auch durch die Verdunstung. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Durch die Verdunstung haben wir dann nochmal eine hohe Mineralisation. Sorry. Das heißt also, da müssen wir dann, wenn wir Wasser nachgeben, erst wenn wir normalerweise mit Leitungswasser arbeiten, destilliertes Wasser nachgeben oder Osmosewasser halt nachgeben bei der Verdunstung. Aber das ist auch nochmal so ein ganz anderes Thema als der Stickstoffkreislauf. Auf jeden Fall hier Wasserwechsel, wie auch immer man arbeitet, ob man mit Leitungswasser oder mit Osmosewasser arbeitet. Wasserwechsel ist halt da absolut wichtig, da bringt man schon eine Menge Nitrat raus. Niedriger Tierbesatz ist klar, weniger Produktion von Abfallstoffen, genauso wie die mäßige Fütterung. Und die hohe Pflanzendichte erhöht halt die Verbraucher des Nitrats, denn ein ganz dicht besetztes Pflanzenbecken, das kann schon mal 5 Milligramm pro Liter am Tag verbrauchen. Und das ist auch sowas, was man im Hinterkopf haben muss beim Messen, wenn man den Nitratwert misst. Und man hat dann, was weiß ich, irgendwie einen Wert zwischen 15 und 25 Milligramm, hat Besatz von Neocaridina, denkt alles super. Aber man muss natürlich auch noch bedenken, ach ja, die Pflanzen verbrauchen ja auch einiges, haben vielleicht auch schon einiges verbraucht. So die 5 Milligramm pro Liter, das kann schon mal dann sein bei so einem ganz dicht bepflanzten grünen Becken. Ja, so, das ist das Wichtigste zu diesem Thema. Als grobe Übersicht natürlich nur, man kann dann noch weiter in die Tiefe gehen, in die Biochemie hinein und so, das ist mir alles völlig klar. Mir war jetzt einfach wichtig, hier so meine Antworten einmal so zu begründen und einmal einen Überblick zu verschaffen.
Und ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald!